Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play World of Tanks mit eurem Mr. EggyLP. Yeah! Ja, ich konnte am Wochenende ein paar Folgen nicht machen, da ich leider ein bisschen viel zu tun hatte für die Schule und so weiter. Aber jetzt bin ich für euch da. Jetzt ist Montag bei mir und es ist genau 16 Uhr, fällt mir gerade auf. Und ja, mehr gibt's auch gar nicht zu sagen, außer dass ich jetzt hier noch beim Jagdtiger die große Wumme drauf hab, die 560 Schaden macht. Das ist einfach nur genial. Und ich denk mal, da ich die Wumme hab und wir noch dreifache EP bekommen, ich so einen schönen Knacks in den Stuhl hab, gehen wir erstmal mit dem Jagdtiger ins Gefecht. Und da sehen wir schon mal, haben wir eine hübsche Siegeschance von 52% und hier haben 3 Jagdparzellen 100, was will man mehr? Da können wir uns echt freuen. Aber auch ein bisschen Arty-mäßig geht's hier rund. Oh Gott. Entschuldigung. Was ich gerade sehe, bei mir geht hier gerade dieser Rand nicht. Der Rand geht gerade nicht, bei mir ist es gerade noch ein bisschen, ist es wieder verpackt wegen dem Mod. Das heißt, ich muss dann World of Tanks neu starten und es geht sofort weiter. Und zurück. Diesmal geht der beschissene Rand. Ja, es geht weiter. Und ich weiß gerade nicht, wo ich hinfahren will. Die ganzen Jagdpanzer sind da, einige. Sind hier oben auch welche? Ja. Ja, da sind auch welche. Mal gucken, wo gesell ich mich mal hin. Ich fahre mal hier oben hin, weil ich denk mal, zu zweit mal reißen die hier relativ wenig. Ah, schaut mal, da kommen zwar Scouts angefahren. Ja, Jagdpanzer gut gemacht. Freue ich mich auch, bis wir den haben, den Jagdpanzer. Ja. So, das war ein Klacks. Oh, 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 das tat weh. Das hat sich hier ein anderer Jagdpanzer. Oh, das war der andere. Aber Kerl. Wenn gleich unser Jagdpanzer von den anderen Jagdpanzern und von der Art hier auch noch zusammengeballert. Oh. Oh, die spielen alle zu dritt in einem Zug die Jagdpanzer. Oh, das ist gemein. Das ist sehr gemein. Da habe ich schon meine auf den Träger Benzer 4. Verrohr. Konkverlor. Wo habe ich das eigentlich gelesen? Ach da, rechts. Hm. Also ich fühle mich so leicht in die Zange genommen. Oh, guck mal, da kommen jetzt gerade so langsam rum. Hauen wir mal F4 rein. Gucken wir mal, ob wir hoffentlich gut verteidigen können. Aber die Wumme hier, die sieht richtig schick aus. Das gibt ein Screenshot, Leute. Wundervoll. Hoppala. Das wird ein Thumbnail, sag ich euch. Mir ist aufgefallen, ich mache ein bisschen zu wenig Thumbnails. Screenshots fill. Oder Thumbnails. Oh, Jagdpanzer E100. Das sind Brocken. Und nicht leicht, wie viel Durchschlepp habe ich nochmal. 276, ja, das ist trotzdem viel. Hoppala. Rasen wir mal hier lang. Was mir gerade eingefallen ist, kurz bevor ich die Aufnahme hier gestartet habe, da habe ich ein Video angeguckt von den World of Tanks News. Und zwar gibt es quasi so ein neues World of Tanks, das nennt sich
World of Tanks Blitz. Und bei diesem World of Tanks Blitz. Boah, scheiße. Bei dem World of Tanks Blitz, das ist halt eben wie World of Tanks. Nur halt eben für Handys. Für ne, als App. Als Applikation. Man kann es auf dem Handy spielen. Und das Ding ist gerade in der Beta. Ich habe versucht, mich anzumelden, aber bei mir will da irgendwas nicht. Da spackt es irgendwie mit der Anmeldung. Aber da würde ich gerne mitmachen in der Beta. Sieht ziemlich interessant aus. Und boah. Boah. Ich spiele ja auch alle zu dritten. So, naja. Und da will ich halt eben mitmachen. Wow. Oh, das tat aua. Das tat sehr weh. Ich wette, gleich kommt ein Schuss der Arti oder bin ich weg? Oder ich bin jetzt weg. Hat der mich getroffen? Na, an der Gang. Ah ne, jetzt fahre ich nicht. Oh. Den Schuss, der hat man. Ach, der Jagdpanzer 4, der da. Frech rumkam. Naja. Ich weiß nicht, ob ich es schon mal erwähnt habe. Bezüglich der. Na. Des kommenden Updates. World of Tanks Version 9.0. Das wird eine ziemlich coole Version. Weil. Ja, komm mal, also das ist ein relativ großes Update, finde ich, beziehungsweise, also nicht an sich, wie viel Gigabyte ich da jetzt runterladen muss, sondern von der Future, was, von den Futures, was es bietet. Weil, da ist zum Beispiel drinne, dass da, also drin ist, dass man nochmal weitere Physik-Eigenschaften, Gebäude können kaputt gefahren werden, kaputt geschossen werden, und die machen nicht einfach so ein, die machen nicht so einen Sprung von Textur zu Textur. Also wenn ich jetzt ein Haus umfahre, das ist aber plopp, ist es sofort platt. Das mache ich plopp, dann ist es sofort platt, sondern das zerfällt wirklich in Teile, die da Physikeigenschaften haben und da rumkullern, ich die rumschieben kann und so. Die sind überhaupt nicht transparent, die sind für mich als, sind für mich ein Hindernis. Dazu, ja, mit Panzerbrechermunition, wenn ich damit durch ein Haus schieße, schieße ich auch wirklich durchs Haus, das bleibt noch stehen. Aber wenn ich jetzt mit HE reinschieße, dann kann ich wirklich das komplette Haus zum Einstürzen bringen. Und dazu kann, können die Panzer, die können sich, können jetzt umkippen, dann in dem, in den Updates, weil jetzt in dem World of Tanks hier, in der aktuellen Version, da können Panzer, ich glaube, das war nur bis zu 60 Grad, konnten die sich kippen. Aber dann, ab dem Update, können die sich komplett umschmeißen. Und was ist, was gab es da noch? Ich weiß, was es da noch gab. Ach ja, am Panzer selber, da sind Sachen, wenn man hier zum Beispiel beim AMX sieht, da unten hier die Kanister, eine Decke, vorne sind noch Teile angebracht. Die wackeln dann da alle rum, die ja, die wackeln halt eben rum, die können abfallen, die können abgeschossen werden und ähnliches. Kacke, wo? Da. Und die sind auch, bieten auch ein Hindernis zu sein. Sind auch ein Hindernis. Das Scheiße. Meine Phrasen. Oh, schade. Naja, jetzt sind die Teile von den Panzern abfallen. Die Scharniere von den Panzern, die klappern rum. Wo kann ich das zeigen? Also hier zum Beispiel beim ST ist ganz gut zu sehen. Hier gibt es ja diese Seitenteile. Ja, so eine Kamera. Dieser Seitenschutz. Man kann auch so, wie Platten einfach sind, die können da einfach so rumklappern und so. So. Peng.
Und noch eine lustige Sache habe ich, die in dem nächsten Update ist, aber die werde ich jetzt nicht erwähnen. Das ist zwar keine große Sache, aber die sage ich trotzdem erst im nächsten Part. Tut mir leid, Leute. Das war schon der erste Part. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Lasst doch mal einen Kommentar da, Daumen nach oben, favorisieren, sharen und so weiter auf Facebook, was weiß ich, wo, würde mich sehr freuen. Und ja, dann würde ich einfach mal sagen, tschüss, bis zum nächsten Mal.